Hallo und weiter geht's mit unserer Gruppe in den Tiefen des Ahornbaums oder sowas ähnliches. der Altvorderen. Ach nee, wartet mal, hier war doch noch... Genau. Ja, aber hier ist... hier ist so jede Seite, ne? You can count on me. Ich mag mich nicht in die Mitte stellen. Ich sag's euch, wie es ist. Dann machen wir es lieber anders. Wir stellen uns hierhin mit Valerie. Amiri stellen wir hier vor. Regnora hierhin. Octavia auch ein bisschen vor. Nee, Gedwin kannst auch... So, bis auf. Und jetzt Regnora wird auch ablassen. Und zack, geht's los, ne? Nee, wartet mal, ihr davor rennt. Bleib du mal hier. Und wir schauen mal, was noch mitkommt. Ja. Halt. Da kommt wirklich noch was. Von jeder Seite kommt da was. Pass auf. Valerie geht hier rüber. Oder da kannst du ja auch so. Ja, okay. Octavia, nee, machen wir hier drüben. Und ihr helft mir mit. Jawohl. Und dann kannst du gleich hier rauf. Amiri. Kannst hier helfen. Sehr schön. Ja doch, geh gleich hin. Na? Müssen wir aufpassen bei solchen Räumen hier. Ich mag mich da nicht in die Mitte stellen. Ich mag mich immer ein bisschen so, dass man so ein... Ist ja so ein kleinen... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, wo wollten wir hin eigentlich? Komm, wir gehen erstmal... Wo ist denn das? Hm? Ach, da. Lindsay? Ich hab schon wieder verloren. Gibt's hier wohl nicht. Ach, da. Ach, weil das im... Okay. Wir gehen erstmal links rüber. Ne? So, wir werden uns mal in Positur stellen. Und los geht's. Ist wieder so ein großer Raum, ne? Da ist bestimmt wieder irgendjemand. Lindsay, geh mal ein oder, warte mal. Amiri, geh schon mal hier hin. Octavia, schon mal hier. Obwohl, wartet mal, wir werden mal da hinten ein bisschen um. Weil Gedwin kann ruhig ganz nach hinten. Lindsay nehme ich ja nur vor, weil die das Fallenstellen so gut kann, ne? So, Lindsay, geh mal vor. So, schau mal ein bisschen um. Aha. Er ist wahrscheinlich nicht nur einer, ne? Don't hesitate. Valerie, gehen wir hier hin. Just letting the ink dry. Ich weiß nicht, ob wir da wieder unser Lied verbraten. Kommt halt drauf an, ne? Amiri müsste dann wieder, wenn hier so ein Priester von denen rumeiert, dann müsste die hin. Die müsste erst, wir müssen uns erstmal umschauen, ne? Pass auf, Octavia. Mach mal hier was. So, was haben wir denn hier? Winzling. Ein Winzling. Noch ein Winzling. Hier ist aber keiner, ne? Wir lassen die erstmal herkommen. Warte mal, Regnora. Du wirst mal hier mit drauf. Gedwin natürlich auch. Lindsay auch. Valerie, du bleibst momentan erstmal hier. Und Amiri... Pass auf, Amiri... Der da hier ist deiner. So, Valerie, auf geht's. Sehr schön. Oh, halt, wo ist da?
Nee, jetzt lass dich nicht von Zweien hier... Ah, hier ist der Priester. Hier ist ein Priester. Geh mal weg. Wie machen wir das mit dem Priester? Hier runter, ne? Und hier so rum. Das wäre idealvoll. Warte mal, dann... Werdet ihr mal alle auf den Schlangen, damit praktisch Valerie so früh wie möglich wieder freikommt. Ich werde mich mit Amiri hier rüber... Hier runter. Hier rüber. Ha. Sehr schön. Nein, nicht festhalten, nicht festhalten, nicht... Oh, Willenrettung. Ah, sehr schön. Amiri, du bist meine... Du bist super. So, und vielleicht noch... Zack. Mach noch Blutrausche oder was aus. Was weiß ich. So, gut. Dann haben wir die da unten. Und hier haben wir ein Bündel. Warte mal, wenn wir so ein Bündel hier haben, da könnte Gedwin tatsächlich mal wieder reinhauen. Ne? So, los. Nett. So, gut. Aber Octavia ist ein bisschen weit vorne. Valerie, versuch mal hier. Und ihr alle auf den... Ach, das ist nur noch der. Moment. Wenn das nur noch der ist... Was macht denn unten eigentlich unsere... Ach, der heilt. Froh vor sich hin. Oh, das interessiert eigentlich unsere Amiri recht wenig. Moment, was ist jetzt? Du kannst keinen Schaden machen. Mit deiner Armbrust machst du keinen Schaden? Und zum Beispiel, nehmen wir nur mal Gedwin. Fehlschlag. Ein Schaden, Wahnsinn, oder? Aber hier, schau mal hin, 10 Schaden. Vielleicht war es ja Zufall, oder? Hast du irgendwas auf deiner Armbrust? Ist das eine verrückte Armbrust? Das ist eine magische Armbrust. Aber die hat nur eine Verbesserung. Ne? Merkwürdig. Was habt ihr mir gesagt? Kann ich gleich mal schauen. Eigentlich... Ne, hier passt's. Aber ich glaube, das haben wir verkauft dann wieder. Ne? Ich bin dann bei dem hier geblieben, weil es plus 1 Verbesserung hat. Irgendjemand hat mir da gesagt, dass es dann vielleicht besser ist. Ein 2-10er, also den Maximalschaden, aber... Ja. Aus meinem Bauch raus... Ihr nicht. Ja, ich weiß. Mag ja sein. Aber... Sei es drum. Ich sag mal, sei es drum. Sei es drum, sei... Was haben wir hier? Säure wieder stehen. Auch nicht schlecht. Fluchbrechen. Das nehmen wir mal mit rein, weil am liebsten habe ich es natürlich, wenn unsere Valerie Fluch ungebrochen ist. So, weiter geht's. Genug. Zack. So, ihr kommt alle automatisch, ne? Und dann können wir hier noch den Kampf... mit verfolgen. Boah, da braucht man nicht lang verfolgen. War strategisch günstig gestellt. So, Gedwin. Was haben wir hier? Wahrscheinlich wieder nur Kleinkrams. Nee, das nehmen wir nicht. Natürlich Kleinkrams. Das ist ja noch weniger. Aber warte mal, da unten der Priester hat bestimmt was dabei. Achso, der war ja Amiri. Der hätte das natürlich auch machen können. Wusste ich's doch. Okay. So, was ist denn hier noch liegen? Oh, ein Rezept. Ein Schafherdekuchen. Shepherd's Pie. Das schauen wir uns gleich an. Da habt ihr mir auch gesagt, dass ich da irgendwann mal, habe ich in den letzten Kommentaren gelesen, irgendwelche Rezepte nicht kopiert habe. Ja. 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 Ja, ich weiß, ich bin böse. Aber manchmal, ja, bin ich... Manchmal bin ich ein bisschen... Weiß nicht. Manchmal denke ich...
Das ist böse, gebe ich zu. Ihr wollt ja nur mein Bestes. Und dass ich hier weitermache, ne? Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Ja, ich spiele einfach so vor mich hin. Das ist einfach so. Ich weiß, ihr rauft euch. Oder einige von euch. Die raufen sich die Haare. Das gebe ich ja. Da unten geht's nicht weiter, ne? Die raufen sich die Haare, das gebe ich ja offen zu. Zwecks meiner Spielweise, aber ist halt so. Ne? Hier geht's nicht weiter, okay. Hier ist noch was. Komm, Linse. Oha, ne Geschenk. Oh, da könnte so viel Schönes hier liegen. Was haben wir hier eigentlich? Erzähl's uns mal. Die Winzlinge haben Fensterrahmen an die Höhlenwände genagelt. Hinter einigen sind Landschaftsbilder. die wollen ein bisschen so haben wie die Menschen, ne? Aber können halt nur hier unten wohnen oder so. Und haben sie sich wahrscheinlich auch Kram von den Menschen geholt. Und so ein bisschen wie Müll liegt das alles rum, ne? So, ja, jetzt können wir uns natürlich nicht an den Dingen da orientieren. Wir gehen mal wieder in den Mittelgang. Und dann gehen wir wieder in den Heimlich-Modus. Und wir müssen echt aufpassen, denn hier könnte natürlich jetzt auch versteckt sein der Tatuccio, ne? Oder, ihr wisst ja immer, je weiter man in Minen nach unten kommt, desto schwieriger wird's. In due time. So, was haben wir denn hier? Noch gar nichts. Oh, es ist wieder was Großes. Dann bleiben wir wieder hier. Valerie... Am besten, dass Amiri hier rauf kann, geht Valerie hier unten hin. Halt, da ist schon einer dieser Winzlinge. Amiri also hier rüber. Regnora kommt mit vor und Octavia... So mache ich Octavia nicht. Doch, ne? Passt. So, Octavia hier hin. Gut. Gedwin auch ein bisschen vor. Nee, Gedwin. So, und Lindsay kiekt noch ein bisschen vor in ihrer Heimlichkeit. Ich hoffe, die wird nicht entdeckt. Wir schauen mal ein bisschen nach oben. Verdammt, was haben wir denn? Ein Speer? Ein Winzling, aber das bleibt doch nicht, oder? Wollen wir erstmal ein bisschen nach hinten rennen? Aber die rennen uns bestimmt alle nach. Und vor allen Dingen, wohin wollen wir rennen, ne? Wir haben ja hier hinten nichts, was uns... Aber vielleicht kommen da nicht alle. Wollen wir noch mal ein bisschen nach hinten? So her? Gut. Und jetzt alle da drauf? Vielleicht triggern wir den nicht hier. Wird der hier nicht... Ist hier? Dann können wir... Vielleicht ein bisschen... Wisst ihr, das ist doch auch mal eine Idee. So habe ich es doch immer bei Baldur's Gate gemacht. Erinnere ich mich dunkel. So, jetzt können wir wieder... können wir die setzen. Also, Valerie hier hin. Amiri hier hin. Da wir ein bisschen vor, damit sie was machen kann. Ah, ja, du sollst... Das ist ja Wahnsinn. Octavia, du sollst... Okay, jetzt reicht's. Octavia, du sollst hier hin. Oh, das ist ja... Dann geh hier hin. Mir auch egal. Hier ist ein bisschen blöd, ne? Ach so, ich könnte auch hier hin. So, Linse. Schau noch mal ein klitzeklein bisschen hoch. Aha. Wen haben wir jetzt? Der da hier, ne? Wir haben einen Priester wieder. Einen Wachposten. Aber hier ist noch irgendwas da hinten. Rennen wir wieder? Komm, wir rennen wieder. Also lass. Rennen hier hin. Obwohl, mit dem Priester... Nee, passt schon. Aber der kommt nicht, ne?
kommen die uns nach? Doch jetzt. Gut. Aha. Das ist natürlich auch eine... Ist jetzt auch nicht unbedingt die ideale Strategie, aber eine Strategie, ne? Lindsay, schau mal nochmal da vorne, wo der Priester ist. Nee. Hier war doch irgendwo ein Priester. Oder wir schauen nochmal hier rauf. Nee, hier ist nix, ne? Und hier, kann man da überhaupt drüber? Nee. Man muss. Aber hier kommt man nur... Ach doch, da kommt man hier so drüber. Aber man kommt hier nicht rauf. Also man kommt hier nur so rüber. Das ist schon mal eine Idee, ne? Dann können wir nämlich... Warte mal, dann werden wir die Truppe hier hinstellen. Dann kann die nämlich, was alles da kommt, wegflitzeln. Halt, was ist denn da? Ein schlechter. Okay, und warte mal, wir werden mal die hier hinstellen. Amiri natürlich mit. Was haben wir hier? Oh, das wird was Größeres. Oh, das wird was um einiges Größeres. Dann würde ich sogar mal behaupten, Lindsay wird ihr Liedchen spielen. Amiri kommt so schnell. Warte mal, die machen jetzt alle aus der Heimlichkeit raus, damit die auch was machen können. Die machen schon was. Von mir aus. Gedwin schießt hier drauf. Lindsay spielt ihr Liedchen. Valerie. Die könnte schon mal einen Trank. Nee, noch keinen Trank nehmen. Die stellt sich hier hin. Oh, halt. Nicht so. Lass die rankommen. Der einzige ist der Truchses hier. Das ist anscheinend ein Priester. Wenn wir hier... Aber wen haben wir noch hier? Wachposten und noch ein Priester. Jetzt weiß ich nicht. Ob wir Amiri allein hier hin... Dann kommt vielleicht noch der Truchses und machst du fertig, ne? Ein blödes Ding, sag ich euch. Du spielst schon dein Liedchen eigentlich? Sieht beinahe so aus, ne? Vielleicht ist der noch gar nicht. Doch, die spielt ihr Liedchen. Aber was macht der hier, ne? Amiri. Was machen wir? Wir nehmen mal den ganzen Kladderadatsch hier und werden den auf Strike. Den hier und Valerie wird auf alle Fälle den Kriegerkönig im Visier haben. Was machen wir mit Amiri, ne? Das ist jetzt eine große Frage. Der ist noch gar nicht drauf aufmerksam geworden, oder? Komm, wir schauen mal, was wir mit Amiri machen. Ah, der Kriegerkönig geht hinterher. Das können wir nicht zulassen. Pass auf! Dann machen wir es ganz anders. Wir versuchen erstmal, den hier wegzubekommen, ne? Nee, halt, du willst schon. Dann mach. Gedwin werden wir erstmal ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Lindsay ist auch schon hier. Warte mal, Lindsay... Ein Hund wäre vielleicht nicht das Schlechteste, obwohl du müsstest heilen wahrscheinlich, ne? Aber so ein Hund noch zur Verstärkung? Wir haben immerhin so einen Kriegerkönig und einen Truchses. Drei sind auf ihr geeicht. Die muss weg. Am besten hier rauf, hier rüber, hier hin, hier hin. Oh, Amiri, bist du so schnell? Oh, oh.
Das war ein Fehler hier. Ich sehe es ein. Ich sehe es ein. Ein taktischer Fehler. Wir werden mal noch den Hund mit. Mir jetzt egal. Zack. So. Jetzt kommt es auf Amiri an, ne? Was macht die? So, erstmal hier so rauf. So, dann hier so rüber. So, dann wieder runter. Und hier hin. Genau. Dann haben wir sie zumindest ein bisschen... So, pass auf. Dann gehen wir zum Truchsis. Und Valerie muss jetzt das alles aushalten. Das heißt, Valerie muss unbedingt so einen Strang des... Schild des Glaubens. Und wir haben ja noch, wenn Lindsay dann fertig ist... So, pass auf. Du gehst weiter. Ach so, jetzt haben wir den Blödkopf hier. Ah, der muss erst weg. Der muss erst weg, der muss erst weg. Ich weiß noch nicht wie. Sehr schön. Hat zwar ein bisschen was abgekommen. So, jetzt ist er beim Truchsis. Und warte, mit Blutrausch. So, und jetzt müssen wir uns hier... Du hast schon deinen Trank. Person festhalten, das ist schlecht. Warte mal. Erstaunt. Hast du nicht so Fluchbrechen? Das ist doch ein Fluch, oder? Gelähmt. Wartet mal, haben wir nicht Fluchbrechen? Was ist denn das? Stärke widerstehen, Schild des Glaubens, Person verkleinern. Fluchbrechen. Wir probieren das mal, ne? Nee, halt. Du. Ach, du hast schon sowas in der... Ach, du hast sogar schon so... Wieso habe ich das nicht gesehen? Moment. So, Fluch brechen. Und pass auf, Lindsay, am liebsten wäre es, wenn du noch eine Magierüstung draufhaust. Oh, das wäre super. Ich sag dir, das wäre super. Gedwin, mein Freund, weißt du, was du machst? Du machst deinem Oden des Feuers, denn das hier ist jetzt was Wichtiges, ne? Der war gut. Der war gut und sollte hoffentlich weitergehen. So, wie sieht's aus? Was hat jetzt... hat die schon ihren... Nee, hat sie noch nicht genommen. Hast du schon deinen Trank genommen? Kannst du nicht, oder was? Oh, wartet. Hier gibt's ein Problem. Hier gibt's ein Riesenproblem. Die kann keine Aktion ausführen, ne? Dann mach... Gedwin, mach was anderes. Mach Fluch bannen. Was jetzt? Truchsis. Ja. Ein Fehlschlag? Oder? Ist trotzdem noch festgehalten. Das hat nichts mit Fluch zu tun. Ist zum verrückt werden und die ist tot, ne? Jetzt haben wir Lindsay hier stehen. Verdammt und zugenäht, die ist gleich wieder frei. Ach, wieso? Wieso ist sie so schnell tot? Jetzt haben wir Lindsay hier stehen. Lindsay muss weg. Wir haben noch den Hund, ne? Der kann noch ein bisschen was abhalten. Wo liegt sie denn? Hier. Pass auf, geh mal ein Stück zurück. Lindsay, und probier mal, die zu heilen. Vielleicht steht sie ja wieder auf, ne? Dann können wir wieder was machen, aber so ist halt schlecht. Wieso werden die nicht tot hier? So, halt, Gedwin. Mein Freund. Du musst... Oh, das wird ein Ding.
So, wartet mal. Ja. So, warte. Eher du hier dein Zeug. Warte mal, Valerie. Nee, die steht nicht. Linse wird nur tot, ne? Aber Valerie hat weniger. Dann lieber. Was haben wir denn jetzt noch hier? Ich seh gar nichts mehr. Valerie. Amiri. Pass auf, Amiri. Geh mal hier hin. Und. Der muss erstmal weg. Ja, Linse ist jetzt hier voll im Fokus, ne? Und Gatwin natürlich auch. Warte mal, du machst gleich nochmal. Warte mal. Nicht, dass ich Valerie noch mitnehme. Die ist im Fokus, oder? Oh, Mann. Es ist schwierig, hier die richtig zu treffen. Und Linse muss weg, ne? Was denn jetzt? Gatwin? Nee, warte, Gatwin? Ah, verdammt. Die ist festgehalten, Mist. Linse. Linse versucht sich hier hinten durchzuschlagen. Genau. Und ihr versucht jetzt den hier niederzumachen. Nee, du musst. Ist die noch festgehalten? Ja. I still got it. Spontanheilung. Und weg, ne? Ach, Amiri. Ich brauch dich. Was ist denn das mit diesem Festhalten? Wie kriegen das weg? Gelähmt. Ich hab bestimmt irgendwas gegen gelähmt. Gelähmt, ne? Hast du irgendwas gegen gelähmt? Oh, verdammt. Das hätte so schön sein können. Und es ist jetzt so außer Rand und Band. Tode erwecken. Schutz vor Ordnung, Schutz vor Chaos, Schutz vor Bösen, Schild des Glaubens. Wir haben nichts, ne? Wir haben nichts gegen Lähmen. Das hätten wir mitnehmen sollen. Wir haben nichts gegen Lähmen. Elektrizität, Schall, aber nichts gegen Lähmen, ne? Teilweise Genesung, wartet mal. Band alle vorübergehenden magischen Effekte, die ein Attributswert. Nee, Attributswert ist es nicht. Nee, ich habe nichts gegen Lähm. Hast du vielleicht einen Stab? Nee, halt hier. Nee. Quatsch, was ich mache. Hier bist du. Ohrenbetäubender Schrei. Fallen finden, Magierüstung. Brennende Hände, ne? Aber die kriegen ja kaum Schaden hier. Wenn die endlich wieder frei ist, ne? Ja, jetzt ist sie frei, aber... Sag mal, du kannst heilen? Ach ne, Gebrechen behandeln. Was sind das eigentlich, Gebrechen behandeln? Kranken oder vergiftet, ja, nie. Haben wir hier eigentlich defensiv... Achso, wir haben eine defensiv wachsame Haltung, ne? Ja, da haben wir dafür einen Ausweichbonus, ne? Ist es gut? Ist es schlecht? Komm, wir machen das mal weg. Gatwin. Pass auf, Gatwin
versucht sich jetzt hier mal, obwohl, wenn der jetzt hier weggeht, bekommt er bestimmt einen Schlag in die Kniekehle und dann ist alles aus. Jeps. Could this happen? War klar. Und wenn wir jetzt müssen wir versuchen, die ist auch noch auf der falschen Seite, wir können die aber nicht weg, ne? So, die muss jetzt versuchen, hier den Kriegerkönig. Und ja, das ist jetzt dein... Warte mal, die könnte auch eine Magierüstung. Könnte die erstmal ranmachen. So. Und dann geht's los, ne? So, ihr geht alle da drauf. Du gehst hier drauf, du gehst hier drauf. Okay, das ist gut. So, und du... Ja, ich... Ah, verdammt. Ich kann keinen Hund mehr hin. Aber eine Magierüstung könnte ich die... Ja, da muss er wieder jämmerlich weit ran, ne? Wenn ich denn noch eine Magierüstung drauf... Ach, nee, du hast ja schon eine Magierüstung. Ja, ist okay. Ist okay. Ohrenbetäubender Schrei. Wollen wir es mal probieren? Der ist gut. Oh, Amiri, du musst am Leben bleiben. Hast du deine Magierüstung schon drauf? Immerhin. Immerhin. Na, dann... Warte mal, hast du nicht noch... Komm, wir hauen dir... Wir hauen den großen Strahl drauf. Wow. Puh. Schlagen, sterben ehrenhaft. Ach, das ist die Kriegerkönigin. Nee, wir wollen die mal nicht töten. Ich werde euch nicht töten, Königin. Ihr könnt mit euren Kriegern abziehen. Ich entehrt jetzt. Wir öffnen Ahornhalle und gehen. Du würdiger Krieger. Ich mich an dich erinnern. Wahrscheinlich schlechten. Puh. So. Das sehen wir ja schon wieder gut aus, ne? Pass auf, Lindsay, du wirst noch mal gleich hier was machen. Aber immerhin... Oh Gott. Es ist ja traurig. Du... Magritium Turinos. Schon ein bisschen traurig, ne? Aber, was soll ich sagen? So ist es eben geschehen. Ich kann mir schon wieder die Kommentare vorstellen, was ich alles falsch gemacht habe. Ja, ich weiß, Valerie hat... Ja, wir haben mit Amiri ein bisschen hier rumge... Aber ich wollte unbedingt den Truchsess da hinten, ne? Und Valerie hätte... Wir hätten die davor buffen sollen, wisst ihr das? Das war vielleicht auch so ein Ding. Wenn wir davor schon, wie wir es beim Troll gemacht haben, wisst ihr? Wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Die Winzlinge beschenken ihre Königin mit der wertvollsten Beute und dem unversehrtesten Müll. Sind so richtige Müllmänner. Oh, ein Löffel. Der Löffel des Grauens. Was haben wir hier? Gemeinschaftlicher Schutz vor Chaos. Sollten wir vielleicht auch mal da das hier, so Chaos-Dinge. Schaut mal hin. Ablenkungsbonus von +2 ist doch super. Aber was heißt denn dann hier auf? Und Effekte böser Kreaturen oder sowas, ne? Ja. Sind es alles böse Kreaturen, oder? Ist doch alles böse, oder? Was nicht wir sind. Ist da bestimmt alles böse. Achso, das habe ich schon. Gut. Gut. Warte jetzt mal das. Octavia, schau mal kurz hier hin. Ja.
habe ich mir schon gedacht. So, ist jetzt noch hier irgendwas? Ja, aber das ist immer noch nicht der Tatuccio gewesen. Aber hier geht's noch runter, oder? Aha, mit einer Türöffnung. Ja, ach, jetzt speichern noch, das wär's. Wir schauen trotzdem erstmal noch hier rüber. Ob vielleicht hier unten noch was ist, tatsächlich. Komm, kleine Linse. Jetzt müsste ich ja schon wieder, oder machen wir hier eine Rast. Aber da war das Ding mit dem Zeitüberspringen, ne? Ach, wenn ich's wüsste. Aber ich kann auch raus, weil, jetzt mal ganz ehrlich, das ist, geht ganz ratzfatz. Wir können auch raus. So ist es nicht. Pass auf, wir schauen zumindest mal hier hin. Aber, und wir versuchen mal mit Linse hier die Tür zu öffnen. Geht das überhaupt? Die gewundene Wurzel des Baumes bildet eine Tür, aber es ist weder ein Schlüssel noch eine Klinke zu sehen. Es muss einen anderen Weg geben, ihn zu öffnen. Mit Feuer? Wir haben kein Feuer. Weißt du einen anderen Weg? I'm always ready. Also hier geht's anscheinend nicht weiter. Momentan. Wo waren wir da noch nicht, ne? Aber langsam geht uns, wie gesagt, die Zeit aus. Ist hier eigentlich noch Tartuccio oder nicht? Schau mal kurz. Was dich beweisen? Achso, noch mächtigeres. Aber die Mondradieschen haben wir immer noch nicht, ne? Den Tempel des Elchs auch noch nicht. Ein gefährlicher Rivale, ne? Das war das. Tatuccio tot oder lebendig an Kästen überstellen? Das würde ich ja gerne, nur wo ist der, ne? Wie es scheint, haben wir unseren Rivalen unterschätzt. Sprich, er ist noch heimtückischer als erwartet. Wir sind eine Allianz mit dem Stamm der Kobolde. Ach ne, mit den Kobolden sind wir in eine Allianz eingegangen. Ah, okay. Das andere sind ja die Winzlinge, ne? Genau. Ich hatte, glaube ich, das letzte Mal gesagt, Kobolde. Wir haben herausgefunden, dass sich Tatuccio in den Höhlen unter Alt Ahorn rumtreibt. Ja. Ja, aber wir müssen doch erstmal diesen blöden Hirschkönig finden, oder? Wäre das nicht auch eine Idee? Warte, ich schau noch mal kurz. Ach, 18 Tage. Die Raublande zu erobern. Und erobern heißt doch bestimmt, diesen Hirschkönig niederzumachen, ne? Und was hat das noch mit diesem Elchkirsch? Dem können wir auch nichts sagen, ne? Ja, ja, aber das hat auch was mit dem Hirschkönig zu tun. Aber wo ist der eigentlich? Wo ist der? Wo ist der Hirschkönig? Behalte die Augen, Zeit im Auge, ne? Klingt, als wäre es reichlich Zeit. Ja, ja, ich weiß. Also momentan kommen wir nicht weiter. Entweder ich mache irgendwas komplett falsch oder wir kommen einfach nicht weiter. So, wir schauen nochmal hier nach. Aha. Hier ist die Ahornhalle. Die ist entscheidend. Und dann war auch noch irgendwo, wo wir was drücken konnten, ne? Hier kommen wir nach draußen. Hier kommen wir weiter zu den Ahorntiefen, aber da geht es auch wieder hoch. Wisst ihr? Was ist das eigentlich? Ich glaube, da geht es wieder weiter hoch. Genau. Wir müssen sowieso erstmal nach draußen. Ja. Eindeutig. Wir sehen uns dann draußen wieder, ne?
Ist ja aber, was ich gerade sehe, wir waren noch gar nicht hier drin in dem Gebiet. Zumindest mal anschauen. Mal so leise schleichen dorthin gehen. Oder warte mal, wir gehen mal hier hin. Und dann gehen wir mal leise schleichen dorthin. Das ist eine feine Gruppe. Ne? Ja, die haben nur einen blöden Anführer, nämlich mich. Das ist die Krux an der Geschichte. So. Wir schauen mal zumindest noch hin. Normalerweise müssten doch jetzt die Winzlinge und die Kobolde alle beide jetzt nicht mehr gegen mich sein. Da können doch nur noch ein paar Tausendfüßler sein, oder? Wenn überhaupt. Oder den nehmen wir mal mit. Don't hold back! Also Fleisch, ne? Kann nie verkehrt sein. So, unser Häuter muss daher. Ach, oh, da ist ein Winzling tot. Sehr schön. So, wieso... Ach, da ist noch ein Winzling, liegt da rum. Nee, den brauchen wir nicht. Auf geht's. War eine kleine Jagd. So. One with the shadows. Ganz ruhig und voller Zuversicht, ne? Ach, wartet mal, war das da hinten? Nee, das war doch nicht das, wo da die Banditen waren, ne? Da müssen wir auch noch hin. Wir müssen noch überall hin. Wir müssten schon wieder in Olegs Handelshaus. Und denn wir haben so viel Zeugs, was wir jetzt wieder gegen Haltränke eintauschen. Ich weiß, ach, die verdammte Zeit, ne? Blöd, wie ich bin. Halt. Wölfe. Wölfe sind, können böse sein. Wölfe können echt böse sein. Und bei unserer Truppe gehen wir lieber ein andermal hin. Wir müssen sowieso wahrscheinlich nochmal hier hin. Schätze ich. Ja, dann gehen wir nochmal hier hin. Schauen wir hier runter. Wölfe. Ja, nicht, dass noch irgendwas... Ich meine, die werden wir wahrscheinlich wegboosten, aber... Aber ich mag jetzt nicht das Risiko eingehen, wisst ihr? Jetzt noch zu sterben. Es wäre ja fast doof, ne? Ah, hier ist man irgendwie zu... Wa-ba-ba-ba-ba. Zurück. War das überhaupt ein Bösewicht? So, hier ist noch ganz schön was los. So, wir gehen nach draußen, ne? Da haben wir ja einen Weg frei gemacht. Genau. So, jetzt müssen wir den Plan nochmal komplett überdenken. Wie machen wir es? Wie machen wir das jetzt? Es ist noch so vieles zu tun und so wenig Zeit. Oleg ist ganz da oben. Wir müssten eigentlich nochmal zum Tempel des Elchs auch. Was ist eigentlich, wenn wir nicht rasten? Interessiert es die?
wenn wir nicht rasten, sondern erst in Olegs Handelsposten rasten. Geht es, dass wir die tagelang durch die, bis sie vor Erschöpfung niederfallen? Weil was anderes hat jetzt keinen Sinn, wisst ihr? Wir können übrigens nochmal hier entlang gehen. Was anderes ist jetzt einfach Käse. Oh, wir kommen rauf. Ist super. Na, passt auf, das braucht ihr jetzt nicht mit zu erleben. Ich zeige euch das dann. Ich werde jetzt alles ein bisschen managen, werde ausschlafen ordentlich und wir werden das nächste Mal ein bisschen quatschen, mit wem wir noch quatschen können hier. Ja, und dann können wir eigentlich nur hoffen, ne? Wir können eigentlich nur hoffen. 17 Tage, wieder einen Tag weg. Noch 3 Wochen. Knapp. Puh.